Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserer neuen Top 3 Videoreihe vor unserem Greenscreen. Allerdings gleich vorweg, heute haben wir nicht 3, sondern 5 Autos, weil heute geht es um seltene Cabrios mit Wertsteigerungspotenzial. Yeah! Jetzt muss ich als allererstes dazu sagen, selten als auch Preise sind immer schwer einzuschätzen, weil es einfach eine Definitionssache ist. Deswegen habe ich mir überlegt, wir wollen jetzt nicht hier auf irgendwelche Cabrios eingehen, wo es vielleicht nur ein oder zwei Stück von auf der Welt gibt, die für jeden von euch unfassbar teuer und niemals erwerbbar sind. Deswegen habe ich so grob gesagt, wir gucken einfach mal so, es sollen einfach Autos sein, die schon für jedermann interessant sind. Und dabei bin ich wirklich auf ein paar Raritäten gestoßen, in meinen Augen Raritäten, da kommen wir später zu, die ich euch gerne vorstellen würde. Und es sind allerdings 5 geworden, deswegen würde ich sagen, let's go und ich zeige euch mal meine Top 5 der seltenen Cabrios mit Wertsteigerungspotenzial. Da geht es auch schon direkt los mit Platz Nummer 5, der Smart Crossblade. 1995 Stück gab es davon. Das Ganze basierte auf dem Smart 4-2, also der erste Smart, den es gab, gab es dann tatsächlich auch als komplett offenen Crossblade. Komplett offen heißt tatsächlich, dass das Ding kein Dach hatte, keine Frontscheibe, keine Türen, sondern nur so einen kleinen Sicherheitsbügel. Und das Coole an diesem Auto war, es war wirklich als reines Spaßauto für reine Schönwetterfahrten ausgelegt. Es war allerdings natürlich, so wie es sein musste, auch wetterfest. Das heißt, ähnlich wie bei mir, dem KTM Crossbow, ist es tatsächlich so, ihr könnt mit dem Ding durch die Straße fahren, weil es ist alles wasserdicht. Ursprünglich waren 2000 Fahrzeuge kommuniziert, von 2002 bis 2003. Gebaut wurden dann 1995 Stück, was echt nicht viel ist. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal einen davon auf der Straße gesehen. Das ist übrigens sehr cool an dieser Videoreihe. Ich bin gespannt, ob ihr euch selber auch dabei erwischt, dass diese Fahrzeuge, die ich euch nenne, ihr noch nie gesehen habt oder vielleicht drüber nachdenkt und selber auch gar nicht wusstet, dass es die Fahrzeuge schon mal überhaupt gab. Wir wollten ja auch in dieser Videoreihe ein bisschen auf Wertsteigerungspotenzial eingehen. Damals hat das Fahrzeug neu gekostet 24.360 Euro. Aktuell verfügbar auf Mobile. An der Stelle muss ich immer sagen, ich musste hier auch wieder irgendeine Referenz erzeugen. Deswegen nehmen wir in Zukunft nur noch deutsche Autos, also Autos auf Mobile Deutschland, die fahrbereit sind. Und da sind aktuell tatsächlich 12 Stück verfügbar. Das sind noch nicht mal 1% von den gebauten Autos. Ab 20.000 Euro aktuell. Das heißt, wenn ihr euch so ein Ding damals neu gekauft habt, würdet ihr jetzt tatsächlich das gleiche Geld dafür bekommen. Ich denke mal, Smart eingestellt. Da kann es eigentlich auch nur nach oben gehen mit dem Preis. Und da kommen wir auch zu dem Partner des heutigen Videos, Splint Invest. Splint Invest ist ein Schweizer Startup mit mittlerweile über 10.000 Investoren, welches Privatanlegern es möglich macht, in seltene Stücke zu investieren. Das heißt Uhren, Kunstobjekte, Sachen, wo man niemals dran glauben würde, Schuhe, Lego, Autos. In Bereichen, wo man vielleicht selber als Privatanleger gar nicht das Geld hat, um sich als Beispiel jetzt ein Ferrari zu kaufen. Hier kommt Splint Invest ins Spiel und ermöglicht es den Privatanlegern, diese Objekte zu splinten und in einzelnen Anteilen zu verkaufen. Das heißt, alles, was ihr auf Splint Invest findet, ist physisch vorfinanziert von Splint Invest und existiert auch. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, für 50 Euro euch einzelne Anteile von diesem Objekt zu kaufen. Man kann natürlich auch mehrere Anteile kaufen oder alle Anteile. Splint Invest definiert vor, wie lange dieses Objekt wohl gehalten wird. Das heißt, wann der Zenit der Wertsteigerung erreicht ist. Anschließend wird dieses Objekt verkauft und ihr kriegt anteilig eure Anteile ausgezahlt und natürlich den Gewinn on top. Wie finanziert sich das Ganze? Es ist komplett kostenlos. Splint Invest bekommt allerdings zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Objekt verkauft, 2% Kommission. An der Stelle möchte ich einmal sagen, das Ganze hier ist keine Anlage oder Finanzberatung, sondern es geht wirklich nur um die App Splint Invest. Natürlich kann Splint Invest keine Garantie auf die Rendite geben, keiner kann in die Zukunft gucken, aber die letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass diese Sammlerobjekte, diese Raritäten, egal ob es ein Auto, ein Schuh oder ein Kunstobjekt ist, sich teilweise tatsächlich besser entwickelt hat wie der DAX.
Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Was müsst ihr tun? Nicht viel. Einfach App Store öffnen, Splint Invest runterladen, euch registrieren und schon könnt ihr einfach mal anfangen, ein bisschen zu stöbern. Wir könnten jetzt zum Beispiel investieren in Platin. Ein Kilo Platinbarren. 33% der Splints sind noch übrig. Es wird erwartet eine Rendite von 7,5% pro Jahr. Und der Anlagehorizont ist irgendwo 2030 bis 2032. Das heißt, so lange wäre das Geld dann in dieses Invest gebunden, bis es verkauft wird. Aktuell 197 von 602 Splints noch da zum Erwerben. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach jetzt investieren. Pro Splint 50 Euro. Ich kann euch das mal zeigen. Es ist euch überlassen, wie viel. Ihr könnt theoretisch alle 197 Splints auf einmal kaufen. Das sind dann 9.850 Euro. Als letztes möchte ich nochmal sagen, das Ganze ist keine Anlage oder Finanzberatung, sondern es geht hier einfach nur darum, euch Splint Invest ein wenig vorzustellen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und auch gerne mal ein bisschen stöbern wollt, ladet euch einfach die App runter. Das Ganze ist komplett kostenlos. Zusätzlich mit dem Code PK60 kriegt ihr sogar 60 Euro Willkommensbonus auf eure erste Einzahlung, die ihr mit investieren könnt. Das Ganze kostet erst dann was, wenn ihr das Invest später wieder verkauft. 2% Kommission am Ende. An der Stelle vielen, vielen Dank an unseren Partner Splint Invest und jetzt geht's weiter mit dem Video. Platz Nummer 4 liegt mir besonders am Herzen. Audi RS4 B7 Cabrio. Tatsächlich, viele wissen es gar nicht, es gab den RS4 B7 V8 4,2 Liter Handschalter Quadro als Cabrio. Ganz selten. In Summe gab es davon nur 1507 Stück. Das waren 11% von der gesamten Fertigung. Tatsächlich als Cabrio. Die Autos waren anfänglich nicht so beliebt, weil die V8 neigen ja generell dazu, eher nach unten zu streuen und sind nicht so die stärksten Motoren. Dazu dieses schwere Cabrio, weil bei einem Cabrio ist es halt einfach so, die ganze B-Säule fehlt, die C-Säule fehlt. Das heißt, der ganze Rumpf untenrum muss verstärkt werden, um diese 420 PS legal am Ende auf die Straße zu bekommen. Und deswegen war es von der Bauform her auch das schwerste Auto und somit das langsamste Auto. Aber das Besondere war, auch dieses Cabrio hat wie alle RS4 dicke Backen. Das heißt, das Ding sieht einfach nur geil aus. Muss man schon wirklich so sagen. In meinem Freundeskreis sind schon 2, 3 Autos davon geh- und verkauft worden. Das heißt, die Autos waren mir regelmäßig und dauerhaft präsent. Wird natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass ich natürlich RS4-Fan bin. Und V8 als Schalter mit Allrad in einem offenen Cabrio ist halt auch einfach, gerade jetzt, wo die Autos älter werden, ist das schon echt cooler Fahrspaß. Ganz oft ist es übrigens, das werden wir im Laufe des Videos feststellen, dass die Cabrios immer über die Laufzeit der Produktion noch weitergebaut wurden. In dem Fall war es hier genauso. Ende 2008 wurden die Limousine und der Avant von dem RS4 eingestellt und die Cabrios wurden tatsächlich 2009 noch weitergebaut. Damals Neupreis des Cabrios 85.050 Euro, also da ging es los. Aktueller Preis auf Mobile ab 35.000 Euro. Jetzt muss ich allerdings sagen, dort sind die Preise schon ein bisschen angezogen. Die waren schon mal eher so im Bereich von 30.000 Euro, teilweise sogar drunter. Und jetzt kommt aktuell auf Mobile in Deutschland 7 verfügbare Autos. Das ist wirklich nicht viel, wenn man sich überlegt, 7 Autos. Das heißt, mit Glück kann man sich da nochmal seine Wunschfarbe aussuchen. Dann hört es auch schon auf. Immer Handschaltung gewesen, gibt keine Automatik. VMAX 250, das heißt, ihr könnt offen 250 fahren. Ich denke, das ist schon ganz cool. Ich sehe die Autos auf jeden Fall bei soliden 50.000 Euro für ein gutes Exemplar. Das würde ich definitiv sagen, weil wenn jetzt schon nur noch 7 Autos davon da sind, könnt ihr die Uhr nachstellen, wie schnell es einfach gar keine Autos davon mehr gibt. Und dann geht das Preistechnisch natürlich nach oben. Weil, wann kriegt man schon mal die Möglichkeit auf einen Cabrio mit dicken Backen? Das ist halt einfach der seltene Fall in dem Fall. Dicke Backen, guter Punkt, kommen wir zum Platz 3. Dieses Auto wusste ich tatsächlich, dass es es gibt. Bin auch ein großer Fan davon. Und zwar Mercedes CLK 63 AMG Cabrio. Ja, ihr habt richtig gehört, ein CLK mit dem 6.2er M156 Motor, 481 PS und das Ganze als Cabrio. Gebaut wurde der W209, also das ist die Baureihe dieses CLKs, von 2002 bis 2010. Allerdings den 63er nur von 2006 bis 2010. Also mit dem Facelift kam dann auch der 63er. Eine Sache, die ich an dem Auto nicht ganz so schön finde, das bleibt mir beim CLK auch immer im Hinterkopf, ist leider hat der CLK als AMG nicht
typisch AMG 4 Endrohre damals gehabt, sondern nur auf der linken Seite 2 Endrohre. Und das war immer so ein bisschen, da fehlt es immer so ein bisschen. 1119 Stück, wie ich schon sagte, damals ab 96.895 Euro. Schon auch wirklich eine Stange Geld für das Cabrio. Aktuell gibt es auf Mobile in Deutschland 3 verfügbare Autos. Ihr merkt, es wird immer weniger. Und der Preis geht aktuell los bei 40.000 Euro. Kommt mir persönlich noch nicht so teuer vor. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen an diesem Aspekt Cabrio liegt, weil irgendwie AMG und Cabrio, finde ich persönlich, ist jetzt meine Meinung, passt nicht ganz so geil zueinander. Weiß nicht warum, weil irgendwie ist AMG für mich, gerade wenn es so um fette Autos geht, immer irgendwie so ein bisschen Rennsport und Cabrio ist einfach nicht Rennsport. Deswegen, ja. Aber 40.000 Euro im Verhältnis zu dem Neupreis ist auf jeden Fall bei nur 3 verfügbaren Stück. Da kann es auch nur nach oben gehen. Und es gibt ja wirklich einige AMG-Modelle, die unfassbar teuer werden. Deswegen sehe ich auch da definitiv Wertsteigerungspotenzial. Wenn es übrigens noch viel, viel rarer werden soll, deswegen haben wir aber gesagt, irgendwo müssen wir uns einschränken. Das gleiche Auto gibt es tatsächlich als DTM. Und als DTM Cabrio. Da hat HWA in der Falterbach 100 Stück von gebaut. Und das ist dann wirklich, da ist dann nicht mehr der 6.2er Motor drin, sondern der 5.5er. Aber das ist in Rarität dann nochmal eine ganz andere Liga. Kommen wir zum nächsten, wo ich wirklich erstmal gucken musste, dass es dieses Fahrzeug gibt. Ich wusste es nämlich nicht. Ich habe es live in dem einen Video mal auf der Messe bekundet. BMW E30 M3 Cabrio. Mir war bewusst, dass es diese Bauer-Cabrios gibt, aber dass es wirklich ab Werk ein E30 M3 Cabrio mit dicken Backen gab, war mir definitiv nicht bewusst. Wurde gebaut von 89 bis 91, 2,3 Liter 16V, 215 PS, wie auch in den anderen E30s, aber auch damals schon 239 km/h Vmax. Da muss man sich mal überlegen, das waren so die ersten Generationen von Cabrios. Boah, E30 M3 mit einem dicken Backen, wenn man damit 239 irgendwie über die A7 geflogen ist, war das, glaube ich, schon ganz cool. E30 M3 wurde ja damals als Homologationsmodell für die DTM veröffentlicht. Das Auto kam allerdings so gut an, dass dann die Stückzahlen nach oben geschoben wurden. Ganz zum Schluss gab es dann halt auch noch das E30 M3 Cabrio mit nur 786 Stück. Das heißt, wir sind jetzt angekommen bei unter 1000 Stück. Was halt wirklich, überlegt mal, für unter 1000 Stück so ein ganzes Auto bauen. Ein ganzes E30 Cabrio mit dicken Backen für unter 1000 Autos. Ne? Ist eigentlich jetzt im Nachgang schon fast schade, dass es so wenig Fahrzeuge davon gab. Aber ja, auch hier war es wieder genauso. E30 M3 bis 1990, Limousine und Coupé. Cabrio weitergebaut bis 91, das heißt, es kamen dann nochmal so ein paar Cabrios hinterher. Neupreis damals, jetzt muss man natürlich auch sagen, in den 90ern 93.250 D-Mark. D-Mark. Das war schon echt eine Stange Geld damals. Ne? Also es waren halt auch wirklich teure Autos. Also wenn man sich überlegt, heute sagt jeder, ja, hätte mal gekauft, aber man konnte halt damals auch nicht so einfach kaufen, weil es halt auch richtig viel Geld war. Ne? Aktuell auf Mobile in Deutschland verfügbar, da war ich ein bisschen erstaunt, tatsächlich 9 Autos, welche bei 77.000 Euro anfangen. Das heißt, die Wertsteigerung ist hier schon immens da. Das heißt, wir sind über 50% über dem Neupreis schon. Dass es allerdings 9 Autos gibt, zeigt mir, dass dieses Auto wirklich real ist, weil wenn es viele Autos gibt, wenn es begehrt ist, geht es nämlich los, dass die Autos nachgebaut werden. Das heißt, es war vielleicht ein E30 Cabrio, was mal einer breit gemacht hat, dass verunfallte Autos wieder aufgebaut werden, dass durchgerostete Autos wieder aufbauen. Sowas macht man natürlich nicht, wenn kein Markt dafür da ist. Sobald ein Markt dafür da ist, kommen aus allen Ecken und Löchern auf einmal wieder noch ein paar Autos. So, deswegen gibt es auch tatsächlich 9 Stück ab 77.000 Euro. Jetzt, last but not least, mein Platz 1, ein Porsche 944 Turbo Cabrio. Ihr habt richtig gehört, es gibt tatsächlich ein 944 Turbo Cabrio. Bei Sammlern ist das auch wirklich ein Auto, was man immer wieder hört und liest und als unterschätzt mitgeteilt bekommt. Boah, es ist aber wieder Deutsch für mich heute. Ist auf jeden Fall ein Auto, was bis heute unterschätzt wird, weil von diesem Fahrzeug gab es nur 528 Stück. Man findet keine genauen Angaben, wahrscheinlich soll ich lieber sagen knapp über 500, aber ich würde sagen 528 Stück gab es von diesem Porsche 944 Turbo Cabrio. Besondere ist halt einfach 2,5 Liter Vierzylinder Turbo ab Werk mit 250 PS und jetzt kommt's, 260 km/h Vmax.
Das heißt, ihr konntet damals 260 km/h offen mit einem Porsche Cabrio fahren. Und jeder, der Porsche kennt, weiß, wenn die 260 angeben, fährt das Ding auch 260. Nun muss ich allerdings dazu sagen, bei diesem 944 Cabrio, generell gab es eigentlich kein Cabrio, sondern das waren alles normale Coupé-Karosserien, wo dann nachträglich das Dach abgeflext wurde und es wurde ein kompletter zweiter Stahlboden eingeschweißt, um diese Steifigkeit in die Karosserie wieder reinzukriegen. Natürlich hatte das auch damals seinen Preis, wie wir beim E30 M3 festgestellt haben, und somit hat dieses Auto gebaut von 89 bis 91. Ab 90 gab es dann sogar ein elektrisches Verdeck bei dem Fahrzeug. Vorher war es immer per Hand zu öffnen. 103.725 D-Mark. Und somit war es der einzige Porsche Vierzylinder, der auch über 100.000 D-Mark gekostet hat. Das war unfassbar viel Geld damals. Deswegen wurde dieses Auto auch nicht viel verkauft. Man ist sich nicht ganz sicher, ob es damals eine Limitierung war, dass es wirklich nur 528 Stück geplant waren oder einfach so wenig verkauft wurden und deswegen so wenig gebaut wurden. Das ist bei so alten Autos immer schwierig zu sagen. Ganz viele Hersteller machen das so, dass sie nachträglich diese Limitierung einführen, weil es sich einfach besser anhört. Aber man hört immer wieder aus diesen Oldtimer- und Raritätenkreisen, dass es diese Limitierung damals eigentlich gar nicht gab. Als Beispiel jetzt gerade aktueller GT3 RS gibt es auch keine Limitierung für, wird gebaut. Irgendwann läuft das Modell aus und man überlegt sich vielleicht, ach ja, wir haben ja gesagt, wir wollen nur 5000 bauen. Deswegen ist das immer so eine Sache. In dem Fall glaube ich einfach, dass der damals nicht so beliebt war, auch aufgrund des Preises. Und einfach 944 ist halt einfach kein 911er, hat aber auch seinen Charme, dass deswegen die Stückzahlen so gering sind. Aktueller Preis ab 38.000 Euro, schon viel Geld für einen 944. Wenn man sich allerdings überlegt, für 38.000 Euro gibt es ein Fahrzeug, wo es nur 528 Stück für gab und es immerhin ein Porsche ist. Porsche immer in Sachen Wertstabilität ganz oben, muss ich schon sagen, könnte auch ein Auto sein, ist definitiv ein Auto, was hier seine Berechtigung auf Platz 1 hat. Verfügbare Autos aktuell in Deutschland auf Mobile 2. Somit sind wir auch am Zenit angekommen. 5 coole Autos. Ich freue mich mega über diese Videoreihe. Alleine um euch einfach ein bisschen Leidenschaft für das Auto und auch gerade für alte Autos ein bisschen weiterzugeben. Die Facetten sind riesig. Es gibt so viele verschiedene Autos. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Es gibt garantiert so viele Themen, wo wir noch gar nicht dran denken. Wir versuchen weiterhin monatlich ein Video zu bringen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.